Steuerbord. Ich kann die Panzer sehen. Das ist die alte Klippenmine. Die ist sehr weitläufig mit kilometerlangen Tunneln. Kein Schimmer, was die Kobolde vorhaben. Landen wir mal und sehen uns das genauer an. Sie haben den Eingang gründlich verbarrikadiert. Wir brauchen einen anderen Weg. Das würde schneller gehen, wenn wir uns trennen. Vielleicht nach Norden, Osten und Westen durch den Wald. Wir nehmen den Wald. Komm mit, Neck. So, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Das Tutorial haben wir wohl durch. Diese Wälder sind voller gefährlicher Kreaturen. Tipp, 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 tipp. Und das ist voll süß, wenn der so klein läuft. So. Voll süß. Alter! Gut, die Dinger können auch in die Luft gehen. Nochmal. Da muss man echt aufpassen. Ich muss noch in das Spiel reinkommen, Moment. Irgendwie muss das doch gehen. Also. Boah. Die sind krass. Da muss man springen. Sonst kommt man ja gar nicht anders wohin. Da, ein altes Bauwerk mit Relikten darin. Ich geh nochmal zurück und guck nochmal wegen Sonnensteine. Hier hinten ist nichts, nein. Nichts. Na gut. Rohrvogel. Uiuiui. Dass es hier Kobolde gibt. Sei vorsichtig. Na. Huh, Explosion. Vogel. Hallo. Entschuldigung für die Gameplay-Fades.
Maul. Oh, in die Fresse. Mann, mach die Steine kaputt. Mach die Steine kaputt. So, haben wir noch irgendwo was Zerbröseltes? Halt. Ich hab's gesehen. Also man muss echt aufpassen, man findet ganz schön viel. Ups. Da war ein kleiner Bug. Wo geht's hier hin? Nirgendwo. Gut, da haben wir noch mehr Relikte. Drüben ist nichts. Nee, hier ist nichts mehr. Ich finde die Musik voll schön. Da. So, haben wir hier noch irgendwo was? Nein. Sieht nicht so aus. Okay, gut, so wissen wir was. Das, da bleibt man hängen. Dass die mich auch sehen, wenn ich hinterm Felsen bin. Ey, ich muss echt mehr aufpassen. Vielleicht mehr ausweichen. Scheiß Vogel. Hat zwar total verschwindet, aber YOLO. Okay, da sehe ich jetzt irgendwie kein Special. Wie geil die Felsen noch aussehen. Also man sieht echt Next Gen. Ein bisschen sieht man's. Halt, hier ist wieder so zerbröselt, aber da ist nichts. Hier haben wir etwas. Au. Aua. Ha! Explosion das. Doch wo? Vom Wald gehen wir jetzt mehr in die Felsen. Ich wusste es. Hoffentlich gibt es am Ende so eine Aufzählung, wie oft man stirbt. So, wir bauen uns wieder auf. Schade, dass es die KI-Gegner auch nicht trifft bei so Explosionen, das fehlt noch. Kann ich da hoch? Nein. So.
Gold, eine Mine. In Minecraft würde ich... Ach, wie geil das aussieht. Doktor, ich habe einen Weg in die Mine gefunden. Sehr gut, Nick. Warte, ich bin gleich da. Je größer der wird, desto tiefer die Stimme. Diese Tunnel wurden vor 100 Jahren gegraben, auf der Suche nach Reliquien. Damals hat man hier sehr viele gefunden, aber jetzt ist diese Mine so gut wie erschöpft. Nichts. Wo haben wir noch was? Ups. Ein Bohrer. Na, hebt diesen alten Bohrer auf. Da sollten noch ein paar Relikte drin sein. Oder hier auch. Kaputt. Oh. Jawohl. Macht Spaß. Okay, Fallen angreifen, scheiß Idee. Also die Haut von der, die haben echt eine richtig große Damage. Irgendwie findet man Relikte immer in solchen Gebäuden. Aber ist das überhaupt ein Gebäude? Es gibt keine Tür. Kein Mensch hat hier je gelebt. Wenn ich mir mal so den Strom da angucke, der da so durch den Körper fließt, ja? Ich meine, schön und gut. Aber ich habe gelernt, 1 Zentimeter Funkensprung beträgt 1000 Volt. Das heißt, wenn du den anfährst, hast du gute 13.000 Volt um die rum. Schon wieder so eine scheiß Fliege. Die gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Okay. Ich weiß nicht, geht's hier weiter oder da? Ah, schau mal da. Yeah! Aufzeichnung des Spiels. Ach so. Seltenheit, ein Stern.
Aha, jetzt verstehe ich. Da unten. 15 weitere Teile erforderlich, um Vampir-Nekt freizuschalten. Super. Gut, dann mache ich aber mal hier einen Folgencut. Wir sind schon bei 15 Minuten. Ich muss mich ja ein bisschen beschränken. Das Tutorial war eine Ausnahme, weil ich das in einer Folge durchmachen wollte. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und gucken mal, was wir mit Neck hier noch betreten.